Ihr fragt euch, was mit den Instrumenten nach einer Operation passiert und wie diese für die nächste Operation wieder bereitgestellt werden? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Als erstes werden die kontaminierten Instrumente für die Reinigung und Desinfektion vorsortiert. Mehrteilige Instrumente werden in Einzelteile zerlegt. Hierbei werden starke Verunreinigungen manuell beseitigt. Danach werden die Instrumente für die maschinelle Reinigung vorbereitet und mit speziellen Programmen gereinigt und desinfiziert. Die gereinigten Instrumente werden dann nach einer sorgfältigen Qualitäts- und Funktionskontrolle unterzogen. Mehrteilige Instrumente werden hier wieder zusammengebaut. Die nach Packliste zusammengestellten Sets werden verpackt und mit Etiketten versehen. Anschließend werden die Instrumente maschinell sterilisiert. Wenn die Kontrolle der Prozessparameter nach der Sterilisation in Ordnung ist und die Verpackungen trocken und unbeschädigt sind, werden diese Instrumente für die nächste Operation freigegeben. Wenn du technisch versiert und ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein hast, teamfähig, verantwortungsvoll und belastbar bist, dann bewirb dich bei uns in der Spital Teugau AG, Standort Münsterlingen, als Medizinproduktetechnologe, Medizinproduktetechnologin mit EFZ. Wir freuen uns auf dich!